Frage. Du isst jetzt ein Hamburger Brot. Mit Halalfleisch natürlich. Ja. In diesem Hamburger Brot gibt es einen gewissen Prozentteil von Alkohol. Jetzt, nachdem ihr die Grundlagen gelernt habt, wenn ich so ein Brot esse, bin ich sündig gegenüber Allah? Ja oder nein? Begründung. Wer sagt mir? Der hübsche Mann mit dem schwarzen Fleck. Walaikum salam. Ja, auch was von vielen verboten ist, das geringe davon ist auch verboten. Okay, der Bruder sagt, ja, klar bei ihm, auch was von vielen verboten ist, ist auch in wenigen, in kleinen, geringen Mengen verboten. Na, verboten. Ich benutze dasselbe Argument, was in großen Mengen berauscht, also ist verboten. Und, aber wenn ich jetzt 100 Hamburger-Semmeln esse, werde ich wahrscheinlich diesen Rausch nicht spüren. Und auch wenn jetzt zum Beispiel man sagt, in Saft ist irgendwie 0,00001 Promille Alkohol. Das ist ja auch die Frage, das braucht man jetzt eigentlich. Sieht so aus, als ob du hast schon die Klasse. Guck mal, er hat dasselbe Argument genutzt wie du. Nur mit dem Unterschied. Was war in dieser Hadith vom Propheten, was in großen Mengen berauscht, berauscht auch in kleinen Mengen? Eine Frage, wenn du 100 Hamburger Brote isst, es gibt diese Wettbewerbe für Essen, kennt ihr die? Da war so ein schlanker Chinese, oder ich weiß nicht, was das war, der hat 37 Hotdogs nicht gekauft, nicht gegessen. Das ist Zeitverschwendung für ihn. Der hat die einfach runtergeschluckt. 37 Stück. Also, was heißt das? Die Frage, wenn ich jetzt 100 Hamburger Brote esse, was passiert mit mir? Ich werde schlafen gehen, richtig. Aber werde ich betrunken sein, berauscht sein? Antwort, der hübsche Mann mit Schwarz. Ich werde nicht berauscht sein. Also, reden wir hier von Khamr, ja oder nein, nach dem Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, alles was berauscht ist, ist Khamr. Haben wir hier einen Zustand, der berauschend ist? Antwort, nein, das Thema ist erledigt, oder? Genauso mit Säfte. Wenn jetzt ein gewisser Anteil an Alkohol ist, ohne dass du jetzt nachgibst, dass du sagst, ach, dieser Apfelsaft, oh, er sieht nicht ganz farblich schön aus und dann kommst du mit irgendeinem farbigen Alkoholgetränk und kippst nach. So meinen wir das nicht, nein. Wir reden von einer Sache, die verarbeitet ist in diesem Produkt. Wir reden von einer Sache, die was? Verarbeitet ist in diesem Produkt. Nicht, dass jemand Weißwein auf die Schnecken macht, ja? Diese Sachen machen wir nicht. Sondern es ist eine Sache, die was? Schon bereits verarbeitet wurde. Mal angenommen der Saft. In jedem Saft gibt es einen Anteil an Alkohol. Wisst ihr das? Ja? Aber Frage, wenn wir jetzt diesen Orangensaft trinken, gluck, 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 gluck. Werden wir besoffen? Antwort? Nein. Thema verstanden? Thema verstanden? Okay. Zu dieser Sache? Ja, genau. Okay, bitte. Meine Frau hatte einen Salat. Jetzt machst du mir Hunger. Und da stand es zu dieser Soße Weinessig. Weinessig? Ah, Brandweinessig. Genau. Sie hat es dann weggeschmissen, weil es dann... Was ist das Urteil über Brandweinessig? Ha, jetzt haben wir das doch mal erklärt. Gibt es in Brandweinessig einen gewissen Anteil am Alkohol, ja oder nein? Ja. Je nachdem, was für ein Essig. Manchmal mehr, manchmal weniger. Frage über den normalen Brandweinessig, den wir kennen, wo 6%, 7% Alkohol drin sind, verarbeitet. Ist das berauschend, ja oder nein? Ja oder nein? Nein. Das heißt, wenn wir das zurückführen zu dieser Regel, dann dürfen wir das oder dürfen wir nicht? Wir dürfen. Beweis, der Hadith bei Imam Muslim, der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wurde einmal eingeladen. Und bei dieser Einladung, wisst ihr, was er bekommen hat, sallallahu alaihi wa sallam, richtig ausgetrocknetes Brot, was schon hart war, und Essig. Die Leute haben es geliebt, ihn einzuladen. Sie wollten einfach nur seine Nähe haben und konnten selber nicht viel anbieten. Es gibt arme Leute, aber dafür werden die Armen, die Geschwister, Yawm al-Qiyamah,
500 Jahre vor den Reichen das Paradies sein. Wenn sie gläubig waren. Und hier solltet ihr wissen, das ist eine Hoffnung für alle, die Hartz-IV-Empfänger. Und hier... JC. JC, ja. JC, Johnson heißt JC, ja? Nicht, dass jemand sich schämt. Ich gehe zum JC. Passt auf. Hier hat der Prophet Mohammed Sassalam das Brot eingetaucht, wo in den Essig und es gegessen. Und er sagte, was für eine vorzügliche Speise der Essig ist. Wie macht man Essig? Aus Alkohol. Der Ursprung von Essig, wie wird er gemacht? Warum? Weil der Essig nach dieser Regel nicht berauscht. Wir reden nicht von Essig, der 80% Alkohol enthält, ja? Dass ihr mich auch nicht falsch versteht. Weil was von großen Mengen berauschend ist, ist auch in kleinen Mengen berauschend. Na? Wallahu ta'ala ala wa alam.